Kanaken und Kartoffeln, ein Film, der über Vorurteile redet oder reden möchte, am Beispiel kultureller Hintergründe. Ja, Multikulti ist durch, was jetzt ist die Frage, und ich denke mal, da will der Film Antworten geben in einer sehr überzogenen Form, logischerweise mit sehr viel Spielfreude, glaube ich. Auch da kann man natürlich was sagen, Thema Correctheit spielt aber keine Rolle dabei, aber wie ist das Thema angepackt worden, wer hat es euch gepackt vor allem? Also ich muss sagen, man muss ja immer auch gucken, wer diese Filme gemacht hat. Also ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ein Filmhochschuler eine stilistische Übung macht oder, wie das hier wahrscheinlich war, einfach eine Jugendgruppe oder eine Klasse oder so sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich fand das ganz toll umgesetzt. Ich fand, man hat gemerkt, dass denen das Spaß gemacht hat, dass sie sich da viele Gedanken drum gemacht haben. Man hat gemerkt, dass das eine Teamarbeit war, das kam irgendwie sehr gut rüber. Ich fand das eine tolle Arbeit für eine Jugendgruppe oder eine Schülergruppe, die das gemacht hat. Und ich finde das dann auch immer schwierig, bei solchen Filmen dann zu sagen, ja, aber da ist der Schnitt vielleicht hakt's oder da hakt's noch so ein bisschen. Also ich finde, man muss das auch immer so ein bisschen im Rahmen sehen, was das für eine Arbeit ist und wer das gemacht hat. Aber selbst das kann man bei dem Film ja auch, also nicht, wie so ein Rap, also einer erzählt so eine Geschichte zu einem Thema, was ihm so die ganze Zeit angeht, und es geht um Multikulti und so, und dann spielt er uns aber gleichzeitig auch noch so vor, dass er seinen inneren Film, den er so hat, dass er dann die beiden da hinsetzt. Das ist so wie so ein verspielter Kommentar, filmischer Kommentar zu dem Thema, was ihn oder die Jungs oder die ganze Truppe, Jungs und Mädels, sozusagen interessiert, und das fand ich total lustig, also bis dahin, dass dann noch der Abspann so mitgelesen wird und diese Träume immer wieder, dass man das Signal des Traumes, immer dieser Blick nach oben, und dann kommt die Traumwolke anmarschiert, und diese Montage mit dem Bus, also diese Verspieltheit fand ich sehr offensiv, ich musste sehr viel lachen, ja. Fand ich auch, ich fand den Film herrlich respektlos, ja, das muss man erstmal wagen, das so zu machen, und ich finde auch, die haben alles richtig gemacht, einfach toll, vergnüglich, toll, super, tiefgründig, klasse. Sehr charmant und humorvoll auf den Punkt gebracht einfach.